fahre doch nicht eine halbe Stunde für ein Spritgummi. Und dann lasse ich es einfach oben drin. Kann man das skippen? Kann man einfach nicht skippen. Nie wieder nehmen wir den Weg, Kerry, merkt ihr das? Waren da nicht zwei Touren? Ja, die andere Tour war auf der anderen Seite, da kam ich nicht durch. War getrennt durch komische... Was auch immer das waren. Ein magisches Lurepleurodon. Oh nein, Dunkelheit. Bibliothek. Da sprechen wir ab, das hat so lange gedauert. Guck dir das mal an. 2 Minuten. 2 Minuten für eine Kiste. Das kannst du niemandem erzählen. Wandelhalle. Das sieht aus, als will er angezündet werden. Mach den Mund auf! Oh. Ich kann das Ding verprügeln. Damit es mir Mana gibt. Ist ja nett. Ach so, wow, da ist noch mehr davon. Ein Blitz ist eingraviert. Dann mache ich Blitz. Okay. Was bist du hier für einer? Ein Platz, der meiner gebührt. Kann ich das hier nicht schieben? Eine Kiste. Nice. Aha! Ein rotes Trio-Deck. Bam, bam, bam! Da liegt eins von den 4 Stücken. Da liegt auch eins von den 4 Stücken. Da kam eins raus von den 4 Stücken. Emblemsplitter. Emblemsplitter. Und ein Emblemsplitter. Das waren doch 4, oder nicht? Ja. Ich gehe mal davon aus. Mal reinpacken. Sieht gut aus. Ja, jetzt fehlt nur noch eins. Der hat doch was am Helm. Aber vielleicht auch in einer Urne noch was drin. Aber eigentlich dachte ich, eins da oben hätte noch. Irgendwie sein müssen, aber ich gucke gleich mal. Ah ne, warte mal, wir hatten noch irgendwo eine Kiste hier. Vielleicht ist es da drin? Ah, okay. War doch richtig dann. Dann fliegen wir ganz langsam zurück zur Bibliothek. Speichern das nochmal ab. Die magische Tür öffnet sich. Wo wir wohl hinkommen. Why? It was mine. Know this. The heart that is strong and true shall win the Keyblade. What? You're saying my heart's weaker than his? For that instant it was. However. You can become stronger.
You showed no fear in stepping through the door to darkness. It held no terror for you. Plunge deeper into the darkness, and your heart will grow even stronger. What should I do? It's really quite simple. Open yourself to the darkness. That is all. Let your heart, your being, become darkness itself. Dann hat er auch ein reines Herz. Ein rein böses Herz. Heißt das nicht immer so? Schwarzmagier. Deine Bibis. Der knabbert. Da werden kein Nebula Knabberattacken. Warum nicht? Willen. Hat er nicht irgendwo was gedroppt, was du nicht eingesammelt hast? Ich habe auch gedroppt, hier wäre was, aber. Ja, nicht. Ab zum Liftschacht. Aua. Kommt um die Ecke, kommt der Reiner-Schild mit den Zielklauen. Er war besser drauf. Erstmal den Tank kaputt kloppen. So, wir gehen aber erst da weiter, weil wegen, keine Ahnung, wo diese ganzen Dinger mal hinführen. Hier kämpfe ich ungern, weil man hier runterfallen kann. Geben die großen Puppelchen Leben. Die ich nicht gebrauchen kann, aber die anderen. Aber nein. Ein Drache. So. Ich glaube, jetzt habe ich das aktiviert. Was ist das? 94, 95, 96. Hier kurz die Kisten abchecken. Hastgar Gummi. Orealkorn. So, da weiß ich noch nicht. Da geht's ja, so wie es aussieht, nach oben. Was war mit dem Ding? Habe ich das angekriegt schon? Nach oben? Nach unten, okay. Nach unten ist ja immer ein schlechtes Zeichen. Das heißt, da gehen wir lang. Für uns gut erstmal. Ich gehe nicht davon aus, dass wir nach unten müssen, sondern nach oben. Man muss irgendwie immer nach oben in Türme. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich verlange nicht. Luzidkristall. Untergrundkanal. Jetzt sind wir wieder hier unten. Ist nur besiegbar während der Castle. Das darf Magier nicht. Bei Magier dürfen die dürfen nicht unbesiegbar sein beim Castle. Schau mal vor, das wäre echt. Das wäre so. Stell mal vor, der Mercy wäre unbesiegbar beim Letzten.
Na, ich weiß. Die Gegner dürfen das, aber die normalen Spieler nicht. Nee, die sind nicht unbesiegbar. Logisch, aber wäre auch zu overpowered. Arach, Achat, Nid. Ich würde Arach schon sagen, aber kein Araho. Araho. Araho, das ist, was wenn du was im Rachen hast. Ha, ja? Jetzt sehen wir aus. Das sind diese Giftfungis, die ich schon hatte. Ja, das sind Giftfungis. Na, ja, vor allem diese wochenlanges unbesiegbar sein. Ja, spannend. So. Ja, sehr gesehen. So mega. Mega Ether, Hütte und Mega Potion. Immer noch diese Hütten, ne? Wir müssen Hütten bauen. Die haben wir in den ersten 5 Minuten des Spiels gekriegt und wir kriegen sie immer noch. Und die sind immer noch scheiße. Ach, geht das da oben? Ach so, das ist ja hier, wo wir herkommen. Ich habe irgendwie gedacht, ich kam hierher. Nein. Ich kam auch da hinten, ja. Also doch, erstmal hoch. Das ist doch nur so ein Ding anhauen oder so. Mitri. Achso, ja. Okay, dann. Wieder runter. Und unten. Ja, irgendwann muss ich so oder so da nochmal lang, ne? Weiß ich nicht. Warum? Ja, Triotech und so. Kisten. Triotech hast du noch draußen eins. Ja, ja, genau. Das eine habe ich ja hier. Gehen wir, wo ich den unteren Weg mache. Untergrund, Kanal! Stimmt, da gibt's eine Kiste noch. Ich glaube, die hattest du schon. Da das alles gleich aussieht. Also für mich nicht. Ja, für mich schon. Ich war hier noch nicht drin. Kann man das hinschieben oder warum ist das so? Man soll das schieben können. Ich weiß es nicht. Na gut, erst holen wir die Kiste und dann könnte man theoretisch zur anderen Seite schieben. Vielleicht. Noch eine Kiste. Ja. Und noch eine Kiste. So viel zu einer Kiste. Ich sag im Untergrund. Achso, unten da ist auch noch eine. Ja, im Keller. Wenn ich das richtig sehe. Hast du ein Gitter kaputt gemacht mit Beef? Ich weiß nicht, ob das ein Gitter war. Zwei Sachen habe ich noch kaputt gemacht. Nee, dann. Sah beides mal aus wie. Nein, Wanne. Genau, wie wenn. Aber mit Beef musst du so ein Ding, musst ein Gitter kaputt machen. Ah, da muss ich den ja nochmal holen. Ist eine Kiste auf jeden Fall. Also hast du die auch. Ne? Jo. Das andere Ding war da, ne? Ich
mach's mindestens an, für den Fall, dass es noch was dazu gibt, aber ich glaube, es gibt nichts dafür. Nur weil du einen Weg für dich freimachst, soll es mal was geben? Du willst auch immer eine Belohnung haben, ne? Ja,